Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Fairy Box. Das ist eine Beauty Box, die tierversuchsfrei ist und Naturkosmetikprodukte enthält. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Monatlich erscheint diese Box, kostet 19,90 € pro Box und pro Monat. 4 bis 6 Beauty-Produkte haben wir hier drin. Von Kopf bis Fuß können da Sachen drin enthalten sein. Vielleicht auch mal ein bisschen dekorative Kosmetik, aber vor allem Pflegeprodukte. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Fairyboxen-Team. Und auch dieses Jahr geht es weiter mit der Kooperation. Wir haben einen Warenwert von mindestens 50 € hier drin enthalten. Und wenn ich das dem Flyer hier hinten drauf richtig entnehme, haben wir dieses Mal einen Gesamtwert von 60,84 € in der Box. Das heißt, das Dreifache von dem, was man dafür bezahlt hat, was natürlich bei solchen Beauty-Surprise-Boxen auch immer eine ganz gute Geschichte ist, weil manchmal das ein oder andere Produkt dann doch nicht so überzeugt, während dann doch das nächste Produkt einen sehr überzeugt und einen vielleicht sogar dazu animiert, es nachzukaufen. Und ja, jetzt möchte ich mal mit euch reinschauen. Wir haben hier diese wunderschöne Milchtütenverpackung, die auch dieses Jahr weiter bestehen bleibt, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und die kannst du als Arbeiter verwenden, ne? Als Geschenkverpackung kannst du die so schön verwenden. Und hier haben wir dann einmal so ein bisschen was draufstehen, also so ein Flyer, ne? Frohes neues Jahr. In der Fairy Box haben wir auch in diesem Jahr wieder für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Und dann haben wir halt ein Neujahrsgoodie und dann halt die 5 weiteren Produkte hier hinten aufgeführt mit den jeweiligen Preisen, die ich euch natürlich auch einblenden werde. Und die Fairy Box ist eine Box, die ich auch sehr schön finde, weil sie einfach einen überrascht mit anderen Marken, mit neuen Produkten und einen auch so ein bisschen dazu animiert, nach links und rechts zu schauen und nicht immer nur engstirnig seiner eigenen Gewohnheit hinterher zu laufen. Ah, Danny Pelletier ist gerade live. Er macht einen Stream. Schaut auf jeden Fall super gerne mal bei Danny's Stream Highlights vorbei. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Dann haben wir hier natürlich noch die Information, dass wir diese Maisflips, die hier drin sind, aus 100% Maisstärke haben. Das heißt, wir können die in der Biotonne oder im Kompost entsorgen oder man verwendet sie halt weiter als Verpackungsmaterial. Als erstes haben wir hier einen großen Tee drin, Teekampagne, das hatte ich doch schon mal in der Hand. Ein Fairtrade Gartentee, Second Flush ist das, Finest Tippy Golden Flowery Orange Pico, was? Ein Schwarztee. Ich bin zwar jetzt aktuell schon auf dem Teetrip, also dass ich Tee trinke, aber Schwarztee ist nicht so meine Welt, ich bin eher so die Kaffeetante. Dann gehen wir mal weiter hier. Und zwar haben wir von Apeiron Natural Care Bio-Sesamöl, Organic Sesame Öl, hochwertiges Öl für die Haut- und Gesichtspflege. Das ist schön. Jetzt gerade haben wir eine kalte Jahreszeit, ne? Da geht die Party natürlich hart ab mit Heizungsluft, alles ist trocken und so. Kannst du dir aber auch so 75 ml drin auf den Körper geben. Und ich habe immer schon eigentlich meine Oberschenkel-Innenseiten mit Öl behandelt, also dass ich da auch entsprechend diese Antidehnungsstreifengedönsen-Geschichten genommen habe, weil ich damals zu schnell gewachsen bin und da haben sich halt Schwangerschaftsstreifen bei mir gebildet, also in der Jugendlichkeitszeit, ne? Und dann habe ich halt angefangen, damals war das anfangs mit Freiöl und dann habe ich halt, wenn ich was in Boxen hatte, das auch theoretisch einfach so direkt oder praktisch halt auch so einfach verwendet, ne? Und ich muss sagen, dass mir das wirklich gut geholfen hat. So, dann bin ich jetzt ja auch schwanger gewesen und habe damit dann natürlich nicht nur meine Oberschenkel und mein Poppes eingeschmiert, sondern auch mein Bauchi, meine Hupis und so, ne? Und am Bauchi habe ich keine Schwangerschaftsstreifen bekommen. An den Hupis jetzt gerade so ein bisschen. Da fing es gerade an, weil dann doch in der Stillzeit alles etwas opulenter geworden ist. Und ja, deswegen. Also das wird nach wie vor auf jeden Fall von mir verwendet, dass ich da weiter öle. Hier haben wir eine richtig schöne Glasverpackung, was ich toll finde. Und deswegen. Also Öle kann ich immer sehr gut gebrauchen. Und da freue ich mich drüber, wenn ich das in Boxen drin habe. Ich mache das jetzt bewusst nicht alles auf, weil ich nicht weiß, wann ich das dann verwende. Naturkosmetik hat ja auch immer ein gewisses MHD, ne? Mindesthaltbarkeitsdatum. 6 Monate darf das nämlich nur offen sein, siehst du, und da musst du aufpassen. Deswegen. Und das wird halt auch sehr natürlich sein und 99% Organic of Total Certified Natural Cosmetics, das ist eben, ne? Da musst du halt aufpassen, das ist Bio und das sollte einem dann halt einfach nicht kippen. Deswegen hat das ja auch diese braune Umverpackung, dass das weil das Produkt an sich dann wahrscheinlich auch relativ lichtempfindlich ist, dass das nicht irgendwie
sich verändert, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Genau. Sodele. Oh, hier habe ich was Großes drin. Das sieht so interessant aus. Ich bin ja immer so, ne? Oh, spektakulär. Labrin, Inspiration in Science. So, manchmal muss man immer erst herausfinden, welche Sprache das überhaupt ist, die da so draufsteht. Oil to Milk Facial Cleanser und Resistance ABC Deep Nourishing Cream. Okay. Aus Latvia. Latvia ist Lettland, oder? Ja, oder ist das Litauen? Nein, das ist Lettland eigentlich. Okay, schöne Umverpackung, auf jeden Fall. Sieht sehr speziell aus. Finde ich auch immer schick, ne? Und dann haben wir hier zwei Tester drin enthalten. 10 Milliliter jeweils. Und da steht allerhand drin. Wow, also das ist quasi so ein kleiner Roman. Hallo ihr Lieben. Wir sind Labrin oder Labrains. Labrains vielleicht. Die Marke für natürliche Dermokosmetik aus Lettland. Lettland, so. Wir haben speziell für die empfindliche Haut eine ganz besondere Geschenkbox vorbereitet, in der ihr zwei unserer exklusiven Produkte findet. Ja, Öl-Milch-Gesichtsreiniger, ne? Das kannst du halt entsprechend dann zum Beispiel beim Double Cleansing als zweiten Schritt oder als ersten Schritt vielleicht sogar verwenden. Muss ich mal ausprobieren, finde ich cool. Und die ABC Deep Nourishing Cream kann auch als Gesichtsmaske verwendet werden. Okay. Ja, Bakuchiol, Antioxidantien, Vitamin C, Ceramide. Bakuchiol ist das natürliche Retinol tatsächlich. Und Retinol ist ja so der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Ich finde es cool, dass wir auch wirklich so was Fancy-Pansiges dabei haben. Da sieht man nämlich auch wieder, Naturkosmetik muss nicht unbedingt langweilig sein. Hier habe ich jetzt von OOLution etwas drin. Und zwar Linehead Eyeliner. Den hatte ich auch schon mal. 4,5 Milliliter. Das ist einfach ein schwarzer Dip-Eyeliner. Ich bin kein Fan von Dip-Eyelinern. Und der hat hier auch eine recht wabbelige Spitze. So dass der, als ich den damals auch mal in den Händen gehalten habe und ausprobiert habe, leider nicht bei mir bleiben durfte. Aber trotzdem ist es cool, dass wir Naturkosmetik drin haben. Ja gut, ist die ganze Box. Auch, aber dass wir hier dekorative Kosmetik drin haben. Ne? Dann habe ich hier eine, was ist das? Maske? Ja, Puro Bio for Skin. Emily. Coole Sache. Face Sheet Mask Dry Skin hat die Frau mit Aloe Vera Saft. Good Morning. Single Use. Das ist doch toll. Guck dir das mal an. Die Emily. Ja, soll dann in dem Sinne wohl einfach Feuchtigkeit spenden, ne? Mit Koffein. Gibt dir auch noch extra Energie. Das finde ich toll. Mit Arginin steht hier auch drauf. Hyaluronsäure. Aloe Vera. Hydrating Complex, Epigenetic Complex, okay. Ja, wird ausprobiert, ne? Werde ich euch dann auf jeden Fall im Aufgebrauchvideo Ende Januar drüber berichten können, wie ich die so fand. Also, hat mir gut gefallen. Das ist eine schöne Box, die einfach auch wieder ein bisschen, ne? Ein bisschen abwechslungsreich uns was gegeben hat fürs Gesicht. Ein bisschen dekorative Kosmetik, was für den Körper. Und dann auch noch ein bisschen was zum innen drin, also den Tee halt in dem Sinne. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu der Fairy Box unten in die Kommentare. Übrigens habe ich am Anfang vergessen, weil es eine Kooperation ist, verlose ich in diesem Video einfach auch wieder ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video hier in der Infobox drin. Guck da gerne mal rein. Da steht immer wieder allerhand Kram drin. Infos halt. Ja, ihr Lieben, schöne Box, ne? Schöner Start in das Jahr. Mal gucken, wie es so weitergeht mit der Fairy Box, aber erfahrungsgemäß sind die schon recht abwechslungsreich unterwegs. Und ja, das war's. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einfach super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen aus diesem Jahr, also 2023. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!